a lie, got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. Hallo zusammen und willkommen zu unserem neuen Video. Ja, hab's ja letzte Woche schon angekündigt. Wir machen mal ein ganz kurzes Video die Woche. Es sollte auf jeden Fall nicht länger als 10 Minuten werden. Ein kleines Weihnachtsspecial. Und Peggy hat gestern mit der Helene hier so eine Milch hingestellt und ein paar Kekse für den Weihnachtsmann. Und der kam dann natürlich auch in der Nacht und hat hier ein paar Geschenke hingestellt. Die drei sind jetzt gerade eben im Bad, machen sich fertig. Und genau, dann wollen wir mal gucken, wie die Reaktion ist von der Großen. Ja, und dann haben wir uns überlegt, euch mal ein bisschen mit durch den Tag heute zu nehmen. Müssen wir schauen, was wir machen. Es hat gestern Abend noch ein bisschen geschneit, aber es ist nicht so kalt. Es muss irgendwas um die 0 Grad sein. Und mal gucken, was wir dann heute machen. Und dann haben wir noch was Kleines vorbereitet. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir ein kleines Gewinnspiel mal einbauen. Genau da, denke ich, werden wir euch dann beide mal sagen, um was es geht. Und ja, dann schauen wir mal, was heute so passiert. Autos. Okay. Was ist? Ich bin Auto. Nein. So, wir haben jetzt entschieden, dass die erstmal ein Geschenk auspacken dürfen. Der Rest ist natürlich heute Nachmittag Bescherung, aber wir dachten, wenigstens eins, da haben sie jetzt was zum Spielen. Ansonsten können wir die kaum abhalten bis heute Nachmittag mit den Geschenken. Ja, und jetzt machen wir erstmal Frühstück. Der Kleine hat ja immer Hunger früh, ansonsten geht da gar nichts. Und genau, machen wir mal ein paar Brötchen heute. Ja, heute ist 10.04 Uhr Sonnenaufgang und das ist genau jetzt. Und so sieht es jetzt hier gerade eben aus. 15.08 Uhr ist Sonnenuntergang und das heißt, wir haben aktuell so, ja, sagen wir mal 7 Stunden Helligkeit. Ist ja auch immer das, was viele interessiert, weil auch viele Bekannte von uns ja sagen, na, Norwegen ist doch nur dunkel. Das kommt natürlich ganz drauf an, wo man ist. Und hier ist es auf jeden Fall nicht nur dunkel. Und das sind ja jetzt die dunkelsten Tage im Jahr. Ne? Vor 3 Tagen war Wintersonnenwende, also es geht wieder bergauf. Und ja, ich denke, so 6-7 Stunden Helligkeit ist ja die dunkelste Zeit quasi auf der Höhe, wo wir jetzt sind. Aber da, umso nördlicher, umso weniger wird das. Aber herrlich. Herrliche Farben heute schon wieder. Allerdings soll es nicht so bleiben. Eigentlich soll es heute Nachmittag noch schneien. Wir bereiten jetzt übrigens gerade Milchreis vor. Das ist hier so eine Tradition, am Heiligabend Milchreis zu essen. Und da machen wir heute quasi einen norwegisch-deutschen Mix. Erst gibt es Milchreis zum Mittag und heute Abend erstmal Kartoffelsalat. Den hat Peggy schon gestern vorbereitet. Und wir werden jetzt gleich mal die Kinder noch anziehen und ein bisschen rausgehen. Und dann sind wir am Überlegen, hier vorne ist ja gleich so ein Wandereinstieg, ob wir mal heute noch ein Stück gehen. Aber vermutlich werden wir das erst Nachmittag machen, weil die Kinder ja seit kurzem nach 6 wach sind. Und dann macht es keinen Sinn, jetzt irgendwo hin loszugehen, weil die dann zu müde wären. Und müde und Hunger fetzt nicht so. Also gibt es dann erstmal was zu essen. Mittagsschlaf und dann gucken wir mal, wie sich's entwickelt hat, ob wir da noch hochgehen können. Aber ja, jetzt gehen wir erstmal einfach so ein bisschen hier raus gleich. Of the world.
Freund von uns, mit dem wir gestern telefoniert haben, liebe Grüße an der Stelle, mein Guter, hat den Wunsch geäußert, dass wir doch noch ein bisschen mehr mit der Drohne fliegen und das Land von oben zeigen. Und ich sehe gerade, da ist wieder der Adler unterwegs. Gucken, ob ich den gleich einfangen kann. Und dem Wunsch kommen wir noch gerne nach, deswegen fliege ich jetzt noch mal eine Runde bei dem herrlichen Wetter. Die Sonne kommt gerade ein bisschen hier rüber. Ja, das sind immer nur ein paar Minuten noch. Und das ist doch herrlich. Just follow every move. Touch me. Let me know you want it too. Don't have what you need. Für die Unterstützung in unserer Windel- und Weihnachtskasse bedanken wir uns ganz herzlich bei Marco und Steffi, Max, Ute, Klaus und Angela, Käthe und Manfred sowie Sigrun und Klaus. Danke! Hallo und frohe Weihnachten! Ja, Peggy hat sich heute noch nie gemeldet. Na, eigentlich wollten wir jetzt eine Runde wandern gehen. Also wir wollten zumindest mal den Berg hoch, aber ihr seht's, das hat so schnell umgeschlagen. Vorhin noch mit der Drohne geflogen, im Sonnenschein, und dann kam hier eine Wolkenwand. Und jetzt schneit schon wieder wie Sau. Genau, jetzt sehen wir nimmer mehr das Meer, was eigentlich uns direkt zu Füßen liegt. Ja, und es schneit und es schneit und es schneit. Pünktlich zu Weihnachten. Herrlich, ne? Ja. Ja, ich habe es am Anfang schon angekündigt. Peggy hat da was vorbereitet. Und zwar wollen wir ein kleines Gewinnspiel machen. Genau. Und zwar habe ich von unseren besten Landschaftsfotos, die wir hier auf unserer Reise durch Norwegen geschossen haben, einen Kalender zusammengebaut. Und den würden wir gern verlosen. An euch. Ja, also ein 2022er reiner Norwegen-Kalender. Genau. Also keine Angst, sind keine. Also ich oder Stefan oder die Kinder werden dann nicht bei euch an der Wand hängen. Es sind reine Landschaftsfotografien. Schöne Drohnenfotografien, ja. Und Peggy hat das auch immer beschriftet. Also man sieht auf dem Foto quasi, wo das war oder wo, genau, das ist. Welche Region oder welche Stadt. Der Ben hat gerade das Stativ mit seinem Schlitten umgefahren. Deswegen steht da jetzt ein bisschen anders. Genau. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr den Kalender gewinnen möchtet, dann schreibt uns eine Frage oder einen schönen Kommentar unter das Video. Uns wäre am liebsten natürlich gleich eine Frage. Da würden wir euch auch gerne mal ein Q&A-Video fertig machen. Wir hoffen, es kommen ein paar schöne Sachen zusammen. Vielleicht interessiert euch irgendwas über uns. Ja. Zur Reise oder was, genau, auch immer. Zur Reise oder was auch immer. Klar, jetzt immer so lange. Immer raus mit den Fragen. Ja. Und wir lassen dann so einen Zufallsgenerator laufen. Also irgendeiner aus den Kommentaren gewinnt dann den Kalender. Und da würden wir euch dann anschreiben, oder genau, da würden wir euch dann anschreiben, sodass ihr uns dann die Adresse zukommen lasst, und dann schicken wir den Kalender zu. Und eine Bedingung noch, ein Abo sollte da sein. Genau, ihr müsst uns auf jeden Fall abonnieren. Daumen hoch auf das Video. Ja, und wir möchten uns noch ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Das ist nämlich unser letztes Video für dieses Jahr. Ja. Wir danken euch, dass ihr so fleißig unsere Videos geschaut habt. Für die vielen, vielen netten Kommentare. Genau, viele Tipps. Genau, die vielen Reisetipps auch an uns.
Positiv wie auch negativ. Ja, es ist ein sehr schöner Austausch. Genau. Und genau deswegen machen wir das auch mit. Das macht wirklich Spaß. Es bleibt uns nur noch übrig zu sagen, vielen Dank, bleibt gesund, einen guten Rutsch. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Genau, und falls ihr das gerade im Hintergrund gesehen habt, es war kein Wolf, das war ein Nachbarshund, der düst hier immer gern mal vorbei. Alles Gute, ciao. Tschüss. Everything glistens and everything's bright. Everyone's happy, spirits are light. I am sitting here thinking, alone with my drink.